Hallo Leute, hallo Freunde, hallo YouTube-Fans. Heute starten wir mit unserer Serie One Heart for Children. Ich stelle heute mein Projekt vor, damit ihr das nachverfolgen könnt, auch wenn ich unterwegs bin in 2 Jahren, dass ihr genau wisst, um was es hier geht und wie es mir geht und wie es in meinem Trainingszustand ist. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Uwe Tritschler, Extremsportler, Extremläufer aus Elsach. Bin verheiratet mit Annette Tritschler, habe 2 Kinder, Noah 8 Jahre, Alina 6 Wochen. Mein Projekt One Heart for Children beginnt in 2 Jahren. Start wird sein Elsach Rathaus, 1.4.2017. Und wird 730 Tage gehen. 31.3.2019 möchte ich wieder hier in Elsach am Rathaus stehen. One Heart for Children ist ein Projekt, das wird ca. 30.000 bis 35.000 Kilometer beinhalten. Einmal rund um die Welt möchte ich rennen. Das hat vorher in Deutschland noch niemand geschafft. Ich glaube, auf der ganzen Welt auch niemand. Deshalb möchte ich das jetzt tun. Zustande gekommen ist es eigentlich durch YouTube. Ja, ich bin absoluter YouTube-Fan, bin oft in YouTube auf den Videos, möchte mich da weiterbilden im Sport- und Fitnessbereich und bin da auf eine Serie gestoßen, Kinder in Indien, Mädchen in Indien, die da versklavt worden sind und verkauft worden sind in Bordellen. Das hat mich sehr beschäftigt, dass gerade das in der heutigen Zeit noch gibt. Unfassbar für mich, ja, hat mich unheimlich beschäftigt. Ja, dann bin ich auf eine weitere Serie gestoßen, auf Kinder in Bukarest, die im Tunnel oder in Löcher leben unter der Erde, die nie eine Chance haben, nach oben zu kommen, nie eine Chance haben, eine Schulausbildung zu machen. Aus diesem Grunde habe ich dann beschlossen, dass ich einmal um die Welt renne, weil ich laufe gerne. Und dann liegt das nahe, dass man das zu Fuß tut und möchte dabei für einen guten Zweck, für eine gute Sache Geld sammeln für die Kinder, die keine Chance haben, um sie im Wildleben teilzunehmen. Und deshalb werde ich dieses Projekt starten. Hierzu haben wir ein T-Shirt angefertigt, ja? One Heart for Children, World Runner Champion, One Heart for Children. Ja? Auf der anderen Seite beinhaltet dann, dass ich durch 24 Länder auf 5 Kontinente bin, ca. 30.000 bis 35.000 Kilometer zurücklege in 730 Tagen. 1.4. Start 2017, 31.3.2019, Zielankunft. Ja, das zu unserem Projekt. Wie gesagt, wir werden im Monat einmal eine Serie auf YouTube bringen, damit ihr informiert seid, wie mein Trainingszustand ist, wie die Fortschritte in unserer Organisation sind, werde ich euch einfach auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, wir haben sehr viel Zuspruch. Es ist alles für einen guten Zweck. Denkt daran, unten im Banner wird nachher eingeblendet unsere Spendenkontonummer. Da könnt ihr dann ein so T-Shirt erhalten. Bei einer Spende von 20 Euro ist ein T-Shirt gratis dabei. Ja, unsere Sponsoren, T-Shirt-Sponsoren oder weitere Sponsoren werden auch unten im Banner immer angezeigt, durchgeblendet, damit man immer weiß, wer sich daran beteiligt hat. Was ganz wichtig ist, dass wir so viele wie möglich Leute ansprechen können. Teilt das auf Facebook, wir sind auch auf Facebook, ich schreibe auch wöchentlich oder monatlich einen Bericht auf Facebook. Teilt das,
damit das so viele wie mögliche Leute erreicht. Auch die Videoserie von YouTube, teilt das, ja, damit wir da so viel Spendengelder wie möglich zusammenbekommen. Wie gesagt, mein Ziel ist es, am Ende, wenn ich dann in 4 Jahren am Rathaus bin, ist mein Ziel 40 Euro pro Kilometer für ein Herz für Kinder. Das ist mein Ziel und dazu brauche ich natürlich eure Unterstützung. Teilt was das Zeug hält, damit das so viel wie möglich Leute erreicht.